Und da habe ich jetzt hier kurz meine Kanalseite aufgerufen. Da gibt es halt zwei Möglichkeiten. Einmal drückt man hier auf Ändern. Dann geht ein Fenster hoch. Hier kann man dann durchsuchen. Hier sind die Voraussetzungen. 800 x 800 Pixel. Das Bild ist jetzt etwas kleiner. Maximale Dateigröße beträgt 2 MB. Macht mir jetzt nicht so viel aus, weil ich auch gar nicht so auf Autos stehe, so als Profilbild. Aber da sind die Geschmäcke sicherlich verschieden. Das kann man auch erreichen über Profiländerungen, Bild ändern. Und da kann man dann auf Durchsuchen gehen. Guckt bei Bildern nach. Öffentliche Bilder. Oh, hier gibt es ja gar keine Beschwerde. Wie kommt das denn? Hier haben wir den Ferrari. Zack. Und dann sehen wir hier unser Bild mit dem Zitat. Und dann klicken wir da mal drauf und klicken hier auf Öffnen. Und der lädt jetzt das Bild hoch. Ne? Da müssen wir womöglich ein bisschen warten. Aber das ist ja nicht weiter schlimm, weil wir gucken uns so lange mal diesen Kanal an. Das ist der Kanal von Semper Video. Die haben da ein Video gemacht, auch zum Thema Abmahnung, zum Thema Profilbild. Und in dem Video wird gesagt, dass das Risiko sehr klein ist, dass man da in Anspruch genommen wird. Dass es allerdings so auch so als bisschen als Erziehungsmaßnahme benutzt werden kann, wenn jemand negativ auffällt. Dann soll diese Anleitung nicht dazu dienen, Menschen, die Vorsatz diesbezüglich haben, zu unterstützen, indem sie sich da möglicherweise ein paar Dinge entziehen. Aber hier gibt es halt auch ein Negativbeispiel. Ups. Kommt hier noch was? Möchten Sie einen schwarzen Bildschirm sehen? Das ist bestimmt dieses lustige kleine Copyright. Also gucken wir uns das so an. Da haben wir hier nämlich in dem Video, das ich übrigens sehr empfehlen möchte, hier oben sieht man auch in der Adressleiste den direkten Link dazu. Die machen sowieso ganz, ganz nette, also was die technische Seite betrifft, Videos von dem, ich nenne es politischen Inhalt, da muss man ja nicht immer überzeugt sein. Aber hier ist zum Beispiel ein großes Negativbeispiel für jemanden, der halt ein Profilbild falsch und auch in negativer Art und Weise verwendet hat. Einmal ist er beleidigend. In den Kanalkommentaren, das sollte man tunlichst unterlassen, das ist halt einfach umgezogen. Und hier hat er dann halt auch noch ein Kanalbild von jemand anderem genommen, das durchgeixt. Und da keine Urheberrechte dran gehabt. Und darüber kann man dann natürlich, wenn hier die Leute, die da schon ganz lange dabei sind, sich womöglich auch untereinander kennen, dann halt sagen, oh guck mal, der ist ganz gemein zu mir. Ich weine mich jeden Abend in den Schlaf und kannst du nicht deine Urheberrechte geltend machen, damit er mich vielleicht ein bisschen in Ruhe lässt und vielleicht einen Anlass hat, drüber nachzudenken über sein Verhalten, und dann läuft das darüber. Was man davon halten soll und wie weit man da gehen kann und welcher Anlass bestehen muss, darüber kann man dann sicherlich auch diskutieren, ne? Ob das alles immer so hundertprozentig sinnvoll ist. Oh, Änderung speichern. Habe ich jetzt irgendwas Dummes getan oder nicht rechtzeitig geklickt? Naja, auf jeden Fall sieht man hier jetzt über mich ein Ferrari-Bild. Und man sieht hier unten, darauf kommt es mir jetzt im Augenblick gerade eigentlich an. Wo habe ich denn meine Bildschirmlupe? Dann nehmen wir die doch einfach mal, hängen die daneben und machen die mal auf größer. Wie groß können wir denn? In dem roten Bild hier unten unser kleines Zitat. Ich mache die Lupe insgesamt auch größer. Schwupps. Dieser kleine gelbe Schmutzfleck unten ist das Zitat. Da sieht man dann also der Helena 40.proof, nee, Helena.40proof und CC-BY-SA. Und dann gibt es jetzt Leute, oh, wir haben doch, das kann man gar nicht lesen und kann das denn sein, dass das so funktioniert? Wollen wir das so? Ja, wir möchten das ganz gerne so haben, weil wir ja sowieso keinen Einfluss darauf haben, wie diese Geschichten auf dem Bildschirm dargestellt werden von demjenigen, der etwas aufruft. Es kommt darauf an, dass es zitiert ist und meiner Meinung auch, dass es in dem, was da dargestellt ist,
zitiert wird, weil bei manchen Profilbildern hat man ja das Problem, dass da was abgeschnitten wird. Da muss man dann ein bisschen darauf achten, dass die Zitierweise in dem dargestellten Bild enthalten ist. Das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß noch nicht mal, ob das überhaupt erforderlich ist, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die auf sowas Wert legen. Hier sieht man jetzt nochmal das Bild in dem Kanal selber. Und hier unten kann man die Schrift schon etwas deutlicher erkennen. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es Menschen gibt, die da irgendwelche Adleraugen haben, die dann auch sagen, oh, das kann ich ja lesen. Und das ist ja eine ganz schicke Geschichte. Schwupsi, ich kann das jetzt mit der Lupe immer noch nicht so hundertprozentig lesen. Aber ja, mein Gott, dann das ist halt eine Geschichte, die man da halt ausprobieren sollte. Es geht ja nur darum, mit seinem Profilbild auf Nummer sicher zu gehen. Und da solchen Geschichten wie bei Facebook, dass dann irgendwelche Leute irgendwelche Comicbilder nehmen und abgemahnt werden, dass halt sowas von vornherein vermieden wird, weil es kann ja sein, man macht an dieser Aktion überhaupt gar nicht mit und wird dann aber trotzdem abgemahnt, weil man zufällig in das Beuteschema passt. Und da sollte man halt generell alles Mögliche vermeiden. Jetzt meckert er hier wieder, Windows-Farbschema geändert. Also das hier wird echt ein Video, da werden sich die Leute drüber freuen. Aber es zeigt halt im Grunde auch, dass ich selbst noch wirklich überhaupt nicht versiert bin und hier auch nur das zeige, was ich selber gerade lerne. Ich hatte eben gerade auch noch irgendeinen Punkt, als ich hier so auch überrascht worden bin wegen dieser Geschichte. Was war da mit Facebook, mit den Abmahnungen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich dieses hässliche Bild direkt wieder zu meinem Astronauten ändern. Und man kann ja auch sehen, wenn man sein Hintergrundbild hier als Hintergrund für den Kanal verwendet, plötzlich kann man das Zitat wieder erkennen. Man sieht hier halt auch schön die Lizenz CC BY-SA. Philipp Thoron ist der Fotograf, der dieses Bild ebenfalls bei Flickr eingestellt hat. Und was auch noch wichtig ist, gerade bei diesen Comicbildern ist mir eingefallen, wenn man dieses Bild bei Flickr unter einer CC-Lizenz findet und verwendet, dann kann man auch davon ausgehen, dass der Betreffende, der das hochgestellt hat, die Rechte insoweit daran hat. Das ist also, da kann man schon davon ausgehen, dass die anderen Leute genauso ordentlich und sorgfältig arbeiten, wie wir das tun. Das ist mir noch dazu eingefallen, weil auch da gibt es mit Sicherheit Dinge mit dieser Comic-Geschichte, die nicht hätten sein müssen. Aber das soll es für dieses Video gewesen sein, weil ich schätze, das werde ich sowieso nochmal aufnehmen, nach dem, was hier eben gerade alles passiert ist. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß damit und immer schön ordentlich arbeiten. Ich hoffe, es war nicht zu schnell. Viel Vergnügen.